Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Saiz und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung. Ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen eingreifen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Jetzt! Euer Blut wird meinen Garten wässern! Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Menschei! Kämpf mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke! Alarm! Angriff! Ja. Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Seid ihr die Zähne der Gerechtigkeit! Bayek, lauft nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf, doch ihr findet eiserne Krallen vor! Deine Zeit ist um! Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde.
Bayek, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Bayek! Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Gesicht, das du siehst, wird gerührt. Du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis, wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint un... Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm... Ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Oh. Was stimmt denn mit dir? Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Weißt du, dass wir einen Warp gefangen haben? Die Göttin des Gemetzels sorgt für uns. Ihre Lieblinge werden schon hungrig. Ich töte dich!
Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Häuser haben mich geführt. Ich dachte, die Straßenverbände ist nach Metropolis sehr sicher. Hast du den Sandsturm gesehen? Komm! Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln.
Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Senno. Ah ja, wo bist du, Mann? In die Gefilde der Binsen. Remo, ich habe dich enttäuscht. Bitte, Hasse. Hat mein Tod dich erfreut, meinen Namen von deiner Liste streichen zu können? Töten ist eine Kunst. Keine, die man genießt, sondern eine, die man webt und gestaltet. Aus den Sternen bin ich entstanden. Die Sterne werden mich auch wieder zu sich nehmen. Der Adler wird die Schlange nicht in seine Krallen nehmen. Komm her, guter Junge. Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Oh.
hier sollte ich vorsichtig sein. Schicken Sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Den wir eingegraben haben? Besser nicht daneben, du Male. So wirst du mir nicht entkommen. Verdammt, wir müssen aufholen. Du wirst mir nicht entkommen. Den wir eingegraben haben? Zwei Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment! Wer überprüft das? Noch nicht. Was? Was gefunden? Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Hmm.
Halt! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich bring dich um! Wer bist du? Stirb, du Sau! Ha! Mir entkommt keiner! Da bist du ja! Du da! Halt! Wer war das? Was? Ich spreng dich! Schlag ich sie tot! Sachit Shuf Rahim, ob Trohem Sitarawis. Huh?
So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf.